1968 führte Regisseur Stanley Kubrick die Kinozuschauer in ein großes Abenteuer. 2001, Odyssee im Weltraum, heißt sein Film, der seither als Meilenstein gilt für das Science-Fiction-Genre und darüber hinaus. Revolutionär waren etwa die Tricktechnik und der Einsatz von Musik. So lässt Kubrick eine Raumstation zu Klängen des Donauwalzers im All kreisen. 50 Jahre nach der Erstaufführung ist dem Kultfilm nun in Frankfurt eine Ausstellung gewidmet. Jede Requisite, jedes Kostümstück. Alles hat Regisseur Stanley Kubrick präzise ausgearbeitet. Das Frankfurter Filmmuseum zeigt die Entstehungsgeschichte eines Filmepos. Kubrick beauftragte NASA-Experten, Raumschiffmodelle für seinen Film zu entwickeln. Noch vor der Mondlandung drehte der US-amerikanische Regisseur so ein Science-Fiction-Meisterwerk. Er hat so viele Dinge vorausgesehen, die damals absolute Zukunftsmusik waren. Also angefangen von flachen Bildschirmen über Videotelefonie, Kreditkartenzahlung als Standardbezahlungsmittel bis hin zu künstlicher Intelligenz. Die Ausstellung erklärt, wie Filmszenen mit bestimmten Techniken entstehen konnten und zeigt anhand von Skizzen, wie akribisch Kubrick mit seinem Team arbeitete. Ich denke, 2001 ist nicht die Vision eines Einzelnen, sondern all dieser talentierten Menschen, die ihre Ideen zusammengetragen haben und diesen unglaublich eleganten und tiefgründigen Film geschaffen haben. Die Ausstellung will Einblick geben in die Schaffenslust von Stanley Kubrick, der einmal sagte, wenn etwas geschrieben oder gedacht werden kann, dann kann es auch verfilmt werden.